Die Schulen hier sind schon seit Anfang März geschlossen. Viele Menschen arbeiten seither von zu Hause. Immerhin sind die Geschäfte und Restaurants offen gewesen. Doch jetzt wird es richtig ernst. Die Zahl der gefundenen Covid-19-Fälle ist hier nach der Kirschblüte im Großraum Tokio in die Höhe geschnellt. Vorige Woche baten uns die Lokalregierungen dann bereits, nicht mehr ohne triftige Gründe die Wohnung zu verlassen. Schon voriges Wochenende schlossen viele Kaufhäuser und Geschäfte freiwillig. Das hat es Japans Regierung erlaubt, sich lange vor der Ausrufung des Notstands zu drücken. Und das Land konnte sich inzwischen mental auf härtere Maßnahmen vorbereiten. In der Pandemie wirken zwei asiatische Länder wie Paradiese, Südkorea und Taiwan. Die beiden Länder führen der Welt vor, dass auch Demokratien unter Wahrung von Bürgerrechten das Coronavirus eindämmen können. Und nicht nur autoritäre Staaten wie China. Zwei Dinge eint die beiden Länder. Sie hatten Krisenpläne gegen die Pandemie in der Schublade, die sie sofort nach den ersten Fällen in China aktivierten. Zweitens nutzen sie Massentests sowie Handy-Tracking und andere Daten, um infizierte Personen zu identifizieren und auch ihre Kontaktpersonen. So konnten sie schnell Infektionsketten stoppen. Das Ergebnis, zwar üben sich auch in diesen beiden Ländern die Menschen in sozialer Distanzierung, zwar gibt es auch dort keine Großveranstaltungen, aber Geschäfte und Unternehmen sind weiterhin geöffnet und die Menschen können sich frei bewegen. In Österreich wurde in dieser Woche eine Maskenpflicht landesweit eingeführt, aber diese Maskenpflicht funktioniert nur teilweise, denn nicht alle Supermärkte verfügen tatsächlich über die notwendigen Arten Masken. Ich hatte heute Morgen Glück, hier in Wien Mitte im Hofer eine Filiale von Aldi Süd, denn dort gab es noch Atemmasken, aber die werden auch hier im Laufe des Tages ausgehen. Nicht überall in Österreich gibt es ausreichend Atemmasken in Supermärkten. Beispielsweise war ich gerade in den Supermarkt Billa, das ist eine Tochter der deutschen Rewe-Gruppe. Und dort konnte mir der Kassierer keine Atemmaske geben, weil ganz einfach keine vorhanden sind. Und das ist durchaus ein Problem. Viele Kunden möchten solche Atemmasken, um sich und natürlich vor allem die anderen beim Einkauf zu schützen. Und ohnehin wird in den schmalen Gängen sozusagen der Mindestabstand von 1 Meter, den die österreichische Regierung einfordert, sehr, sehr schwierig. Aber Montag soll sich alles ändern, denn dann wird verpflichtend und flächendeckend in der gesamten Alpenrepublik die Maskenpflicht eingeführt. Aber es gibt natürlich viele Zweifel, ob tatsächlich bis zu diesem Zeitpunkt ausreichend Atemmasken, um Mund und Nase zu bedecken, tatsächlich vorhanden sind. Die Lage in New York wird immer dramatischer. Der Gouverneur Andrew Cuomo hat heute gesagt, dass Beatmungsgeräte nur noch für 6 Tage ausreichen. In der Stadt trifft es vor allem die armen Menschen. Sie haben kein Geld, um die Stadt zu verlassen. Sie werden seltener getestet und wenn sie getestet werden, dann sind sie überdurchschnittlich oft krank. Doch es gibt auch Lichtblicke in dieser Stadt und Beispiele für die Reaktionsfähigkeit der Amerikaner. Ein Beispiel davon ist der Brooklyn Navy Yard. Dort wurden während des Zweiten Weltkriegs vor allem Kriegsschiffe gebaut und mittlerweile nennt man dort Masken für die Krankenhäuser. Es ist über den schwedischen Sonderweg in der Corona-Krise berichtet worden. Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen, Geschäfte und Restaurants haben geöffnet. Doch nun rudert das Land zurück, weil die Zahl der Infizierten und Todesopfer rasant gestiegen ist. Mittlerweile dürfen sich nur noch 50 statt 500 Menschen versammeln, Restaurants nur noch am Tisch oder außer Haus servieren. Und seit gestern besteht ein Besuchsverbot in Altenheimen. Denn allein in Stockholm wurde das Virus in einem Drittel aller Heime nachgewiesen. Offenbar hat die Strategie Ermahnungen statt Verbote nicht so geklappt wie erhofft. Zwar ist die Bewegungsfreiheit hier immer noch sehr viel größer als in vielen anderen Ländern, doch der Ton der Behörden ist schärfer geworden. Reist zu Ostern nicht weg, heißt es jetzt. Und Regierungschef Stefan Löfven zeigte sich pessimistisch, was die weitere Entwicklung angeht. Denkt nicht, in ein paar Wochen ist alles vorüber. Wir sprechen über Monate, sagte er.